Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass wir endlich mit diesem Projekt hier weitermachen können. Das ist das O11 Mini in der Snow Edition, also die komplett weiße Variante. Und wir werden darin natürlich auch einen White Build bzw. ein System mit einem weiß-silbernen Farbschema bauen. Wie ihr seht, ist da testweise schon ein bisschen Hardware eingebaut worden. Das haben wir im letzten Video zu diesem Projekt gemacht und das ist sage und schreibe 3 Monate her. Danach habe ich die Sachen bestellt und tatsächlich hat es bis jetzt gedauert, bis das alles vollständig hier eingetroffen ist. Vor allem die Wasserkühlungssachen waren da ziemlich problematisch, weil auch einige Sachen nicht lieferbar waren. Aber was soll's, wir haben jetzt endlich alles da und ich habe richtig Bock auf das Projekt. Vor allem auf die Custom-Wasserkühlung, weil ich auch schon länger jetzt keine mehr gebaut habe. Und daher würde ich sagen, fangen wir direkt an nach dem Intro und einem kurzen Spot. Viel Spaß dabei! Das heutige Video wurde mal wieder von meinem Partner NordVPN unterstützt, einem der besten und umfangreichsten VPN-Dienste überhaupt. Mit über 5000 extrem schnellen Servern in 60 Ländern seid ihr sicherer sowie anonymer im Internet unterwegs und das ohne Bandbreitenbeschränkung. Das gilt nicht nur für das Surfen von zu Hause aus, sondern lohnt sich vor allem auch für öffentliche Netzwerke oder zum Beispiel den Arbeitsplatz, wo Daten ansonsten erstaunlich einfach abgefangen werden können. Ihr könnt jederzeit und innerhalb weniger Sekunden euren Standort quer über den Planeten wechseln und somit zum Beispiel Netflix-Serien schauen, auf die ihr in Deutschland eigentlich gar keinen Zugriff hättet. Auch wenn das neueste Warzone-Update mal wieder klemmt, kann man ganz entspannt auf einen US-Server wechseln und dort mit voller Geschwindigkeit weiterladen. Mit einem Account lassen sich 6 Geräte bzw. 6 Verbindungen gleichzeitig nutzen und unterstützt wird auch nahezu jede Plattform, egal ob Windows, macOS oder Linux, sowie mobil natürlich iOS und Android. Über nordvpn.com/itrate bekommt ihr über 70% Rabatt auf ein 2-Jahres-Abo und außerdem gibt es auch noch einen Monat gratis obendrauf. Das lohnt sich echt richtig, also schaut auf jeden Fall mal rein. nordvpn.com/itrate ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Einige Komponenten standen ja beim letzten Mal schon fest, darunter zum Beispiel das Z590 Glacial Mainboard mit dem dicken Monoblock, womit also die CPU, die Spannungswandler und der Chipsatz gekühlt werden. Das ist ein ziemlich geiles Teil und ich habe zwar kurz überlegt, auf Z690 jetzt direkt umzusteigen, weil es halt zeitlich jetzt besser passen würde, aber das werden wir nicht tun. Das ist ein super geiles Board, das möchte ich einfach gerne verbauen und auch wenn der Nachfolger wirklich sehr, sehr gut aussieht, passt der farblich dann nicht mehr so gut rein und ich habe auch keinen 12900K, den ich für eine Wasserkühlung entbehren könnte. Das heißt, wir bleiben bei Z590, wir verbauen den 11900K und ich denke mal, das dürfte auch mehr als ausreichen. Das Mainboard muss natürlich noch komplett bestückt werden und dann muss noch der Monoblock drauf und so weiter, deswegen bauen wir den ganzen Kram hier jetzt erstmal kurz aus. Was bei Weiß leider immer so ein bisschen problematisch ist, ist so ein bisschen der Farbton bzw. die Farbtemperatur. Das Gehäuse ist zum Beispiel sehr kalt, also eher bläulich und andere Komponenten, wie zum Beispiel auch hier die I/O-Blende vom Mainboard, so sieht man es denke ich mal ganz gut, die sind eher so ein bisschen wärmer, das gilt für die Grafikkarte auch. Ich hoffe mal, dass das am Ende gut zusammenpassen wird. Schauen wir uns erstmal kurz an, was wir jetzt hier alles für Produkte verbauen werden. Also erstmal natürlich Mainboard und CPU, die brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Die Grafikkarte, die stand ja auch schon lange fest, das ist die RTX 3080 Strix in der White Edition. Meiner Meinung nach immer noch eine wunderschöne Grafikkarte. Ich hoffe, die wird auch richtig geil zur Geltung kommen. Natürlich werden wir die Karte nicht auf Wasser umbauen, die bleibt genauso wie sie ist, alles andere wäre da auch viel zu schade. Dann haben wir die weißen CableMod-Kabel mit den silbernen Kabelcammen. Und die sind passend für das Corsair SF750W Netzteil. Das ist 80+ Platinum zertifiziert, ist halt ein bisschen kleiner und bietet trotzdem genug Saft für diese Konfiguration. In den Kommentaren vom letzten Video konntet ihr euch noch 2 bis 3 Komponenten wünschen, die bis dahin also noch nicht feststanden, zum Beispiel die Lüfter oder der Arbeitsspeicher. Und ich weiß, es werden jetzt manche Leute sagen, schon wieder Corsair. Aber in den Kommentaren war Corsair schon sehr oft vertreten und dann habe ich extra nochmal eine Instagram-Abstimmung gemacht, beziehungsweise so 3-4 Abstimmungen und auch da ist Corsair eigentlich immer ganz, ganz klar als Sieger rausgegangen, sowohl beim RAM als auch bei den Lüftern und nicht mal knapp oder so, also ich glaube immer so 70-30 oder sogar 80-20, also ziemlich eindeutig. Und daher verbauen wir die QL120 RGB-Lüfter. Da haben wir 7 Stück von da. 3 Stück kommen unten auf den Radiator, 3 Stück kommen in den Deckel und einer kommt noch ins Heck. Rechts neben dem Mainboard, da kommen keine Lüfter hin, denn da muss ja der Ausgleichsbehälter seinen Platz finden.
Den seht ihr hier auch schon, das ist der EK Quantum Kinetic mit der DDC-Pumpe. Die trägt nämlich nicht so dick auf, hat trotzdem genug Leistung und kann dann eben in die zweite Kammer reinstehen. Da stört sie uns nicht und das stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich cool vor. Und dann haben wir hier noch den Arbeitsspeicher, das ist der Vengeance RGB SL, also die etwas neuere Variante, natürlich auch in weiß. Es ist allerdings noch nicht das finale Kit, ich habe mich da nämlich leider bei der Bestellung vertan. Es sollte ein Quad-Kit sein, aber es ist ein Dual-Kit, deswegen werden wir das gleiche Kit nochmal ordern. Und dann haben wir also unsere Vollbestückung, genauso wie ich das gerne haben möchte. Der Radiator ist ein weißer XR5, der hat ca. 30 mm in der Dicke, nicht ganz, ich glaube es sind so 2-3 mm weniger. Der passt auf jeden Fall mit Lüftern drauf ziemlich gut unter unser Vertical Bracket von der Grafikkarte. Und dieses Mal können wir zum Glück direkt die weiße Variante nehmen. Beim letzten Mal musste ich den Radiator nämlich noch selber lackieren, da gab es nur das schwarze Modell, aber das hier ist auf jeden Fall einfacher. Als Massenspeicher verbauen wir die Seagate FireCuda 530. Das ist die neue PCI Express 4.0 SSD mit einer Übertragungsrate von bis zu 7 GB pro Sekunde, also ordentlich schnell das Teil. Und wir haben hier 2 TB Speicher, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Dann haben wir hier noch die Fittings und Winkel, Extender, was man halt alles so gebrauchen kann. In dem Fall in Silbermatt. Ich glaube, das passt besser in das Gesamtbild als die glänzende bzw. Chrom-Variante. Trotzdem habe ich hier aber so Chrom-Ringe, die man in die Fittings einsetzen kann, als kleiner Akzent. Das passt perfekt zu den Cablecoms und auch zu dem Monoblock. Da sind ja auch so ein paar Akzente dran, die eben so chromartig sind. Und ich glaube, somit wird das am Ende sich ziemlich gut zusammenfügen. Vielleicht verbauen wir sie auch nicht, das gucken wir dann mal, aber ich glaube, das passt alles sehr, sehr gut zusammen. Ich habe hier jetzt mal den Ausgleichsbehälter einmal ausgepackt und was ich da so gesehen habe, erleichtert mich auf jeden Fall. Diese schwarze Blende passt natürlich nicht so gut zu unserem Farbschema und ich war vorher unsicher, ob wir das vernünftig geändert kriegen. Aber ich nehme das mal kurz raus. Es ist relativ simpel möglich. Wir müssen einfach nur hier dieses EK-Logo einmal erwärmen und abmachen und dann können wir diese ganze schwarze Metallblende hier losschrauben, dann werde ich die lackieren und dann packen wir die halt in weiß wieder drauf. Die beiden Boxen waren auch noch dabei. Das hier ist einmal ein Leak-Tester, das schauen wir uns auf jeden Fall später mal an. Also damit können wir halt schauen, ob der Kreislauf wirklich dicht ist, bevor wir dann Wasser reinfüllen und gegebenenfalls dann irgendwie eine Undichtigkeit haben, die ja rein theoretisch immer zu einem Schaden führen könnte. Und dann haben wir hier noch den Flow-Indicator. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie der aussieht. Das ist im Endeffekt einfach ein Rädchen und wenn das Wasser da durchläuft, weil die Pumpe halt ordnungsgemäß funktioniert, dann sieht man es halt, ja, weil sich das Rädchen dreht. Komplizierte Erklärung für eine ziemlich einfache Sache. So, wie sieht denn das hier aus? Ist auf jeden Fall ein schickes und hochwertiges Teil, sieht auf jeden Fall edel aus, ist RGB beleuchtet und dann haben wir hier halt insgesamt 3 Eingänge bzw. Auslässe, damit das Wasser halt durchlaufen kann. Das Rädchen dreht sich und wir wissen, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem sieht es halt cool aus und ja, ich schau mal, wo wir das hinsetzen werden. Wir bauen das Gehäuse jetzt erstmal auf das Vertical Bracket um. Dafür muss man hier einen Großteil der Rückseite komplett austauschen. Ihr seht ja hier die Größe, also im Grunde bleibt nur dieses untere Element und das wird dann halt da drauf gesetzt. Soweit so gut, da ist auch direkt ein PCI Express 4.0 Riser Kabel dabei. Super Sache, das ist zwar schwarz, aber in weiß gibt es die auch kaum, vor allem nicht mit PCI Express 4.0. Da können wir, denke ich, drüber hinwegsehen, da sieht man sowieso kaum was von. Was ich allerdings nicht verstehe, sind die Schrauben vom Gehäuse. Da hat man hier extra überall silberne Schrauben verwendet, nicht nur hier, sondern sogar alle, die beigelegt wurden, fürs Mainboard, für SSDs und so weiter. Alle sind silber und dann bringt man genau für dieses Gehäuse ein Bracket raus und ja, da sind halt hier die Schrauben schwarz. Vielleicht wollte man die Schrauben an das Riser-Kabel anpassen, das kann theoretisch sein, aber so richtig sinnvoll finde ich das auch nicht, weil die anderen Schrauben, die hier übrig bleiben und auch hier im unteren Bereich, die sind ja trotzdem silber und dann passt das überhaupt nicht zusammen. Also ja, keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall diese Schrauben hier weiterverwenden und ich baue das Ding jetzt einfach mal kurz um.
Das hat alles reibungslos geklappt. Ich habe auch die Schrauben gewechselt und dann gerade nochmal das Riser-Kabel demontiert. Das geht ja ganz einfach hier über diese beiden Schrauben. Hier sieht man übrigens auch nochmal, wie blaustichig das Gehäuse wirklich ist, wenn ihr das jetzt mit der weißen Tischplatte vergleicht. Aber naja, das ist halt so. Ich habe das Riser-Kabel auf jeden Fall rausgenommen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Trotzdem wäre es wahrscheinlich sinnvoller, erst das Board reinzubauen und dann dieses ganze Element zu tauschen. Zur größten Not müssen wir es nochmal losschrauben, aber das ist ja auch schnell gemacht. Und ja, genau, das war jetzt also erstmal hier der Case-Umbau, schnell erledigt gewesen. Und jetzt kommen wir mal zum Mainboard mit Monoblock und allem, was so dazugehört. Endlich können wir das Mainboard mal in seiner vollen Pracht bewundern, also mit installiertem Monoblock. Wie gesagt, die beiden RAM-Module, die da noch fehlen, die kommen in ein paar Tagen, also im nächsten Video sind die dann auf jeden Fall mit drin. Ich denke auch, dass das dann noch geiler aussieht mit der Vollbestückung. Und ansonsten ist hier jetzt alles soweit drunter, was halt drunter muss, CPU, SSD und ja, alles an Wärmeleitpads und so weiter. Ihr habt ja gesehen, man muss da schon einiges machen, aber das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Ihr habt jetzt erstmal wieder so einen Überblick, was hier überhaupt alles so abgeht und was wir verbauen. Wie gesagt, es sind ja circa 3 Monate vergangen, seitdem wir das letzte Mal drüber geredet haben. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Zeitraum. Normalerweise dauert ein ganzes Projekt mit allem drum und dran nicht mal so lange. Aber dieses Jahr ist halt ein bisschen besonders. Wir sind jetzt, denke ich, auf dem richtigen Weg. Schon mal ein bisschen was zusammengebaut, das Gehäuse umgebaut. Die Teile kennt ihr jetzt alle und im nächsten Teil werden wir das Board dann erstmal in das Gehäuse verfrachten, werden auch die sonstigen Komponenten so ein bisschen einbauen, die Blende von dem Ausgleichsbehälter montieren, die Wasserkühlung vorbereiten und so weiter. Ich denke, das wird auch alles ziemlich spannend und ziemlich cool. Lasst also gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und ansonsten freue ich mich auf Feedback in den Kommentaren oder per Daumen. Macht es gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!